Du hast zu Matteo gesagt, dass wir eine Arbeit schreiben müssen. Das ist nicht wahr. Ich bin nicht diejenige, die dich belügt, sondern Matteo. Was? Warte, Moment, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Warum wolltest du überhaupt dort weg? Das kann ich dir nicht sagen, aber glaub mir, es ist das Beste für dich. Das Beste für mich? Jim, worüber redest du? Was soll das Beste für mich sein? Das kann ich dir nicht sagen, Luna, wirklich. Ernsthaft, Jim? Was ist mit dir? Kannst du mir das sagen? Na gut, ich wollte es dir eigentlich nicht erzählen. Aber, keine Ahnung, ich will deine Gefühle nicht verletzen und ich weiß ja, dass du nichts mehr von Matteo wissen willst. Aber ich bin deine Freundin, also denke ich, ich muss es dir sagen, aber ich weiß nicht wie. Was ist denn, Jim? Was willst du sagen? Spuck es schon aus! Was ist passiert? Luna, bitte fall nicht schon wieder auf die Lügen von Matteo rein. Was soll das heißen? Das, was du nicht sagen willst, hat mit Matteo zu tun, nicht wahr? Matteo hat sich nicht verändert. Er will, dass du und die anderen das glauben, aber er ist immer noch derselbe. Ich habe keine Ahnung, was er dir Wichtiges sagen will, aber ich bitte dich, glaub ihm nicht. Erklär mir doch, wieso? Was ist passiert, Jim? Ich verstehe nämlich kein Wort. Es geht um ihn und Emilia. Ich habe zufällig was mit angehört. Was hast du denn gehört? Ganz sicher, dass du es wissen willst. Jim, rück endlich mit der Sprache raus! Na gut. Matteo hat gesagt, dass er dein Freund sein will. Und? Aber er trifft sich weiterhin mit Emilia. Nein. Nein, das stimmt nicht. Du musst dich verhört haben. Nein. Nein, Luna. Das hat er gesagt. Matteo will nicht, dass sein Name beschmutzt wird, weil er mit einer Red Shark ausgeht. Also will er sich heimlich mit ihr treffen. Was? Ja.